Johannes Vahalla ist geweihter katholischer Priester, Theologe und Psychotherapeut. Er setzte sich als aktiver Pfarrer für die Anerkennung Homosexueller in der katholischen Kirche und für deren Segnung ein und wurde dafür vom Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, suspendiert. Heute leitet er die Beratungsstelle Courage. Du hast die alte Macht der katholischen Kirche noch am eigenen Leib erfahren. Was geschah damals? Während ich noch in der Arbeitsgruppe war, war damals das 6. Lesben- und Schwulenforum in Dornbirn und war ja die Situation, dass der Dornbirger Bürgermeister also jeden öffentlichen Raum dem Forum verboten hat. Und das Zweite, was wesentlich war, dass der damalige Generalvikar, das heißt der Stellvertreter vom damaligen Bischof von Feldkirch Klaus Küng, Elmar Fischer, ein wirklich schauriges Pamphlet, Schreiben über Homosexualität herausgegeben hat, das homosexuelle Menschen also nicht nur verletzt hat, sondern also massiv pathologisiert hat. Und von daher habe ich mich damals entschlossen, also ich habe das bekommen aus Vorarlberg und habe damals mich entschlossen, als Mitglied eben dieses Arbeitskreises eine Stellungnahme zu schreiben. Ich wollte aber, dass die Kirche intern bleibt und habe diese Stellungnahme an alle Bischöfe Österreichs gesendet und ein Bischof hat es scheinbar weitergegeben, sodass, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, am Montag darauf Alfred Worm vor meiner Tür stand von News und gesagt hat, ich brauche dringend ein Interview von Ihnen, und ich zunächst einmal gar nicht gewusst habe, was los ist, bis ich dann also mitbekommen habe, dass also dieser offene Brief, wie ich ihn genannt habe, also dieses Entgegenschreiben, also öffentlich geworden ist. Es war dann weiter so, dass der Bischof Klaus Küng seinen Priestern, den Priestern seiner Diözese in Vorarlberg verboten hat, dort an einem ökumenischen Gottesdienst teilzunehmen. Der ökumenische Gottesdienst ist also, es war so, dass die HUK, Homosexualität und Glaube, diesen ökumenischen Gottesdienst im Rahmen des 6. Lesben- und Schwulenforums begehen und feiern wollte, und der Bischof hat verboten, dass ein Priester seiner Diözese daran teilnimmt. Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich noch bis zum heutigen Tag, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Es hat damals geheißen, wir sollen uns einen neuen Gottesdienstort suchen. Wir haben das auch getan. Bei den Jesuiten in der Universitätskirche, die waren sehr erfreut und wollten uns gerne aufnehmen und haben darin auch ein neues Anliegen der Seelsorge gesehen. Ja. Und ich kann mich damals noch gut erinnern, wie ich mit dem Provinzial gesprochen habe und er hat und ich habe ihm gesagt, ja, der Kardinal will das und steht auch dahinter, er wollte nur nicht bei den Schotten wegen der Nähe zur Schule. Und dann ging der Provinzial zum Kardinal und der Kardinal hat dann endgültig gesagt, ich verbiete diesen Gottesdiensten eine Kirche in meinem Wirkungsbereich. Daraufhin war für mich dann innerlich, das war so quasi der dritte Punkt, wo ich innerlich gemerkt habe, in der katholischen Kirche, also in meiner Glaubensgemeinschaft, ist hier ein ehrliches Engagement nicht möglich. Die Juni-Gottesdienste wurden ja gefeiert, also gestaltet von einem ökumenischen Kreis von allen Anfang an. Der ökumenische Kreis hat damals beschlossen, ein Zeichen zu setzen. Das Zeichen war ein Zeichen gegen die Ausgrenzung. Das Zeichen war, dass wir im Wiental, also dort, wo der dritte Mann gedreht wurde, dann einen Junior-Gottesdienst gefeiert haben als Zeichen der Ausgrenzung gleichgeschlechtlich empfindender Menschen in der katholischen Kirche. Damals ist dann auch der ORF gekommen, mit der Diskussionspox, die mit dem Kran runtergehoben wurde. Und da war dann noch etwas, was mich sehr betroffen gemacht hat. Weil ich habe bis zuletzt gewartet, ob ich ein Verbot bekomme, an dem Gottesdienst teilzunehmen. Ich bekam keines. Ich war bis eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst bei mir in der Wohnung, hier in der Windmühlgasse, wo ich damals gewohnt habe. Und wie ich kein Verbot bekam, bin ich hingefahren. Und wie ich hinkam, hat dann ein Radiojournalist, den ich kannte, mich sofort zu einem Interview gebeten und hat mir gesagt, dass der Kardinal im Radio gesagt habe, dass ich ein Verbot von ihm erhalten habe und dass ich dadurch gegen seine Intentionen handle,
was nicht gestimmt hat, was mich zutiefst betroffen gemacht hat, weil es schlicht und einfach eine Lüge war und noch dazu eine Lüge, die meine Person diffamiert hat. Die Medien hatten einen sehr langen Atem in meiner Causa und haben das wirklich immer wieder verfolgt. Ich mich dann entschlossen habe, also von meinen priesterlichen Funktionen zurückzutreten und als Psychotherapeut zu arbeiten, ausschließlich als Psychotherapeut zu arbeiten. Ein Jahr später habe ich dann die Beratungsstelle Courage gegründet, eine Beratungsstelle nach dem Familienberatungsförderungsgesetz, also man kann sagen eine Bundesberatungsstelle mit dem Schwerpunkt gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen.